Liebe Freunde, ich habe den geilsten Job der Welt. Ich liebe es zu sprechen über Spiritualität. Zwischendurch läuft eine Kamera und das können dann viele sehen. Kurz gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, diese Arbeit tun zu dürfen. Kommt natürlich viel anderes dazu, was ein bisschen anstrengend ist, aber das ist einfach wunderbar. So, und jetzt hat mich heute ein lieber Mensch eingeladen, im Plauderton uns über Spiritualität zu unterhalten. Das heißt, es ist jetzt mal nicht ein Interview von mir. Das heißt, es kann sein, dass ich dich mal unterbreche und bitte nicht böse sein. Du kannst dann trotzdem auch mich unterbrechen und ich liebe es total. Und dieser Mensch ist nicht irgendjemand, sondern ein großartiger Künstler, über den wir schon ein Interview gemacht haben, über Gabriel. Grüß dich. Dankeschön für die Anmoderation. So, jetzt nehme ich es an. Wunderbar. Super. Ich freue mich sehr und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, worüber wir jetzt sprechen, aber wir sprechen über Tiefe, über Spiritualität, über Kreativität, oder? Ja, ich glaube, die Idee ist ja, oder die Vision war, du bist ja, also für mich, wenn ich dich so die letzten Jahre immer gesehen habe, ne, mit so vielen totalen interessanten Gästen, mit so unterschiedlichen, unglaublichen Seelen und Wesen, also die ganze Range da, ne, wollte ich einfach mit dir einfach mal eine Plauderei haben, ganz tiefer gehen, vielleicht auch einfach gucken, was entsteht, weil mich einfach interessiert, also mich würde zum Beispiel ganz tief interessieren, was die Essenz ist all deiner Jahre mit den ganzen Menschen jetzt. Das heißt, du hast ja so viel Input bekommen, so viele unterschiedliche Seelen von Medien, so ein Channeling bis hin zu, wir haben ja gerade drüber geredet, eine neue Sendung, ne, wer alles kommt gerade. Und das nimmt ja auch Fahrt auf bei dir auf. Ne? Das heißt, du trägst, ihr tragt die Früchte auch von Mystica TV, dass immer mehr gesehen wird und immer mehr eine Lebendigkeit reinkommt, dass die Leute diese Themen ganz tief interessieren. Mhm. Was ist deine Essenz davon jetzt einfach erlebt? Ist nicht aus deiner Erfahrung, sondern natürlich. Wie empfindest du das heute? Ich meine, einmal dein Weg der letzten Jahre war sehr stark oder euer Weg auch dann, aber wie gehst du heute mit den ganzen Essenzen um? Also zunächst einmal entspanne ich mich immer mehr darin, dass ich einfach nur ich selbst bin. Einfach nur Mensch sein. Mhm. Und es geht in vielen dieser Gespräche, geht es plötzlich nur noch um Mensch sein. Ich habe mit einem erleuchteten mal ein Interview geführt, da habe ich gesagt, boah, du hast so viele außerirdische, tolle Zustände erlebt. Was war für dich das Tollste? Da hat er gesagt, einfach Mensch sein ist der Wahnsinn. Ja. Und das ist so mal so eine Erkenntnis. Und dann liebe ich es ja, in viele Welten zu tauchen. Ich bin ja selber als Medien interessiert, da schaue ich mich hunderte von Filmen an, 10.000 Bücher gelesen, hunderte von Interviews von anderen Leuten angesehen. Ich liebe diese Lebens- und Denkwelten, mir alles so anzusehen. Ich liebe Kunst, deswegen freue ich mich auch mit dir jetzt zu sprechen. Und ich liebe es dann so einzelne Elemente rauszupicken, wo ich das Gefühl habe, wow, der hat viel zu erzählen, wow, der oder die leuchtet. Und das sind dann, am liebsten wähle ich Menschen aus, wo ich merke, die leben das auch, die leben das nicht erst seit gestern, die haben eine eigene, wirklich ganz eigene Botschaft, eigenen Charakter, wo man auch was lernen kann und sie vermitteln ein Wissen, wo man eben auch was mitnehmen kann, was lernen kann. Ja? Deswegen, ich hatte ja auch schon, ich kriege ja so viele Anfragen von Heilern, Heilpraktikern und dann muss ich immer so herausfinden, ist dieser Mensch auch interessant, dem zuzuhören, hatte wirklich was zu erzählen, macht es Spaß, ihm zuzuerzählen und hatte auch selber Riesenspaß zu erzählen. Und ich muss deswegen natürlich auch vielen Menschen absagen, das tut mir dann ein bisschen weh, aber nur so ist es halt die Qualität. Und so liebe ich die Kunst, ich liebe es, mich unterschiedlich auszudrücken. Interviews sind ja eine Form, ich werde wieder einen Film machen, schreibe ein zweites Buch. Die Zeit ist ja nur begrenzt, da kämpft man dann oft damit, das kennst du sicherlich auch, man hat ja noch so viel mehr Ideen, musst du auch Geld verdienen, musst du auch sich um Haushalt kümmern und der ganze Kram, aber so, ja, so würde ich es mal umschreiben jetzt gerade. Das sind aber sowieso die Themen, wenn du Künstler bist, ist ja das Gleiche, ne? Also ich habe ja auch Familie und habe ja Kinder und wir leben ja von der Kunst, ne? Das heißt, du musst da eigentlich immer so die Waage halten. Ich kann mir vorstellen bei dir halt, dass es, man wird wählerischer vielleicht. Ja. Aber nicht überheblich wählerischer, sondern vielleicht, weil es viele Themen gibt, die man einfach schon hatte. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass immer wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Medien du interviewt hast, wie viele Channel-Geschichten, wie viele Leute, die so ganz tief spirituell arbeiten auch dann. Ne?
Und kann man die, gibt es da, kann man die einteilen? Nein, oder? Weil jeder Mensch ist ja dann individuell. Die Themen gleichen sich dann wahrscheinlich immer. Es gibt natürlich so Themenbereiche, wie du schon angedeutet hast. Heiler, Schamanen, Medien, Erleuchtete oder solche, die sich dafür halten. Spirituelle Lehrer, Bewusstseinslehrerinnen. Ich sage immer so, ne, bitte das Weibliche nicht vergessen, völlig klar. Aber im Grunde geht es bei mir weniger um Themen. Ich wähle nicht aufgrund der Themen aus, sondern aufgrund der Menschen, die mich faszinieren. Und manchmal sieht der Menschen da, die beherrschen mehrere Themen und sind einfach dadurch, haben was Neues geschaffen. Ja, und wie ist es bei dir, weil wir gerade bei dir als Künstler waren, bei der Familie, deine Partnerin, hat sie ganz viel Raum auch für deine Kunst? Lebt sie das mit? Lebt sie in ganz anderen Welten? Wie wirkt ihr da zusammen? Also vom Grundtyp sind wir ziemlich ähnlich. Also es ist auch Feuer. Und das kann auch, also aber nicht gestörtes Feuer oder so, sondern also Feuer, was sich gleichzeitig aber sehr zurücknehmen kann. Es ist immer so ein Hin und Her. Und bei Manel ist es so, also meine Frau, wir sind ja auch verheiratet und sind jetzt auch 20 Jahre zusammen, ist es so, dass das immer schon eine Symbiose war. Also ich, schön. Wir arbeiten so stark zusammen halt immer, ne? Also einmal das zu leben als Frau mit, also Mutter auch. Wir hatten ja 4 Geburten. Wir haben ja in Neuseeland noch ein Wesen, sage ich, mich verloren, sondern mussten wieder zurückschicken in die Sphären. Wir haben zusammen 4 gemeinsame Geburten mitgemacht und das hat uns auch reifen lassen als Mann und Frau. Für mich ist es so, dass ich dankbar bin. Da kommen wir vielleicht auf den weiblichen Aspekt wieder. Du hast auch gesagt, immer mehr weibliche. Ich denke, du hast am Anfang unheimlich viel männliche Gesprächspartner. Ja, witzigerweise, tatsächlich. Ist auch in der Szene so gewesen. Die Kerle, die stehen gerne mal auf der Bühne. Ja, und mittlerweile haben wir so viele tolle Frauen, die man erleben kann. Aber manchmal entdecke ich auch Menschen. Also gerade Satya Marchand ist so für mich so ein Beispiel. Die war vorher wirklich nicht bekannt. Durchs Mystiker-Interview plötzlich 100.000 Klicks, nur noch ganz viele Beratungen. Sie ist sehr, sehr dankbar. Wir haben jetzt mehr zusammen gemacht. Das heißt, ich liebe es dann auch immer, großartige Menschen nicht zu entdecken, weil die gibt es ja schon, aber sozusagen zu sehen, wow, die haben echt so eine Botschaft für viele Menschen. Das ist interessant und das freut mich dann auch immer. Und mittlerweile, das ist natürlich nach Thema unterschiedlich, Medialität sind fast nur Frauen. Das ist eine weibliche Domäne, sich zu öffnen, offen zu sein für, ne, und diese Offenheit, während die Männer eher so Zen-Lehrer, ich kenne jetzt keine weibliche Zen-Lehrerin. Weil ich so einteilen kann, weiß ich nicht. Aber ich wollte mal zurückkommen auf Partnerschaften auch. Ja? Das heißt also, wir haben gerade darüber gesprochen, was ich mir wünschen würde. Also wenn man so rumkommt, auch beim Reisen, merkt man schon, auch in der bewussten Szene. Ne? Bei uns ist es ja so, wir tanzen ja auch mit großen Tanzgruppen halt. Und da spülen sich auch immer wieder Leute von fern und nah rein. Und da merkt man, weil diese Tanzräume sind ja ganz befreit von irgendwelchen egozentrischen Geschichten, sondern ein jeder tanzt in unseren Tanzräumen ganz tief zusammen. Ne? Also an jeder kreiert diesen Raum mit. Wir gehen weg von diesem nur an 1, 2, 3 Leuten irgendwas festzumachen, dass die irgendeine Führung übernehmen oder nur Räume öffnen, sondern es entsteht so eine große Bewegung in Partnerschaften. Ne? So. Und ich spüre, dass da unglaublich was passiert. Du hast gesagt, Dieter Bröers war gerade da mit seiner Partnerin. Mit der Lehrer, genau. Ja. Zum allerersten Mal. Ja. Also auch selbst wir Männer, du weißt es selbst, du hast auch immer wieder Partnerinnen an deiner Seite, die dein Leben mit begleiten oder die dich begleiten, auch selbst auch führen, wohin. Ja? Da geschieht sehr viel halt in dem Bereich. Ich merke nicht nur in Räumen, wo ganz viele Partnerschaften neu entstehen, natürlich auch wieder hinterlassen werden, sondern Partnerschaften zwischen Mann und Frau bekommen ein ganz anderes Level gerade. Ja, absolut. Und ich sage ja immer, das ist eine Familie. Weißt du, wenn ich kenne so viele Seelen mittlerweile, die alle für die eine Sache unterwegs sind, nämlich für Bewusstwerdung und den Menschen zu helfen, wacher zu werden, mehr in die Liebe zu kommen. Und da ist man sehr schnell, fühlt sich wie Kollegen, aber auch wie Herzensverbündete. Das ist schon wirklich wunderbar. Ich habe hunderte von Menschen mittlerweile in meinem Herzen, wo ich weiß, oh, kann man anrufen, man ist verbunden. Das ist so herrlich. Ja. Viele sind aber auch sehr weit weg. Ne? Das ist dann schon ein schönes Netzwerk. So jetzt, ich sag mal, eine Liebespartnerin an meiner Seite habe ich nicht. Im Moment, das ist auch ein bisschen doof, aber andererseits weiß ich alles zu seiner Zeit. Fühle mich dadurch aber auch im Moment sehr frei. Ja, ich bin viel unterwegs und treffe hier Leute, da Leute, dort Leute. Wahrscheinlich braucht es in dieser Phase auch dieses Herumspringen. Im Moment bin ich eigentlich wirklich viel am Plan, jetzt gerade sehr viel am Entstehen, bin sehr glücklich.
Und ich weiß, ich habe auch wieder andere Phasen, wo ich eher so zurückgezogen und so mein Ding mache und was ja auch wichtig ist. Aber ist es nicht so, also bei mir ist es so, auch in der Partnerschaft fühle ich mich auch, trotzdem merke ich, ich bin ja eine Seele, die in diesem Körper ist, trotzdem, dass du vielleicht eine Nähe spüren kannst, also sich mal einen Arm halten oder Sexualität ist ganz wichtig, wenn sie wirklich stark miteinander zelebriert wird, ja, wirklich mit Achtung, mit Wertschätzung, auch mit Kraft. Aber trotzdem gibt es ja die Momente, trotzdem des Alleinseins, weißt du, selbst in der Partnerschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Momentan hast du gesagt, hast du keine Partnerschaft, aber mir geht es manchmal auch so, dass ich trotzdem merke, dass die Seele trotzdem allein in diesem Körper ist. Ja, du sagst mir, so diese eine Familie hast du eben gerade angesprochen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ganz klar. Ich kann es gut mit mir alleine. Und ich hatte dann auch immer Partnerinnen, so viel waren es jetzt gar nicht, die auch diesen Freiheitsliebe hatten. Das heißt, ich war 17 Jahre, da haben wir uns getroffen in Frankfurt, 17 Jahre mit einer Frankfurterin zusammen. Wir lieben uns noch heute. Und es war eine Fernbeziehung. Jetzt sagen viele, Fernbeziehungen habt ihr auch kaum getroffen. Das stimmt nicht, ne? Denn wenn wir zusammen waren, waren wir 5 Tage am Stück, Tag und Nacht, und haben das Leben sehr viel intensiver gelebt und dann ansonsten jeden Tag telefoniert. Ja. Eine Zeitqualität miteinander verbracht. Ja, genau. Ja. Aber ich brauche meine Freiheit, mein Herum mal ändern und einen halben Tag oder ganzen Tag ganz mit mir sein, weil dann kommt die Inspiration, dann gucke ich mir eine Serie an, das liebe ich halt auch. Aber das ist sehr ähnlich. Du hast vorhin gesagt, und das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, da begegnen wir uns auch als Lebenskünstler, weil du brauchst eigentlich am Tag, so empfinde ich das, unheimlich viele Phasen, dass du dich entspannst, aber auch viel erstmal in dich hineinströmen lässt. Ja. Und dann brauchst du eine ganz große Freiheit. Und in dieser Freiheit entstehen deine Bücher, deine nächsten Filme oder was auch immer. Und auch das Vorbereiten für die Gespräche, was auch immer. Aber drumherum entsteht sehr viel erstmal. Also sehr viel Freiräume. Mhm. Und aus diesem Strom heraus, das ist ähnlich bei mir auch. Das heißt, ich brauche unheimlich viel Freiräume. Also innerhalb der Familie auch selbst ganz viel. Ja, viel reisen oder viel unterwegs sein. Und dann entstehen die Arbeiten auf einmal plötzlich in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor. Kenn ich. Das ist eine Dichte. Also wir haben wieder eine Zeitqualität, die dann eigentlich in Zeit und Raum total auf den Punkt kommt. Ja. Also du kannst ein Buch eigentlich vielleicht in der Nacht schreiben, hast aber dann 3 Monate gebraucht, um das vorzubereiten und reinzuschwingen auch. Ja. Und dieses Mal ändern, was du gerade sagst, finde ich total, kann ich mich total wiederfinden. Und oft bewertet man das als nicht so wichtig oder nicht so sinnvoll, wenn man nur in Anführungszeichen rumhängt. Aber es ist ja nie ein Rumhängen, es ist ein Genießen und ein in der Natur sein, ein Lesen, ein Gucken, sich mit den Themen beschäftigen. Und irgendwann kommt das Thema wie von selbst, ne? Wie ein Ruf von oben, von innen, wann auch immer. Bei mir, ne? Weißt du, ich habe 3 große Filme gemacht, Wiedergeburt, vor 20 Jahren wusste ich schon, dieser Film muss gemacht werden. Oh, wow. Ich habe da meine Unterlagen jetzt wieder gefunden. Ah, siehst du mal, ja, ich wusste das schon, aber hast total vergessen. Und dann hat mich ein Freund wieder erinnert, der gar nicht so spirituell ist. Sagen wir, du wolltest doch mal einen Film über Wiedergeburt machen. Da war das sofort da und da wusste ich, jetzt ist die Zeit. Und dann ging es sehr schnell. Ja. Wow, toll. Und das kennst du wahrscheinlich auch, ja, oder? Ja, natürlich. Das hatten wir ja vorhin im Gespräch auch, dann mit dem Ruf. Dann. Ja. Oder auch mit der Vorahnung. Also die Inspiration, dann die schon lange vorher als Samen gesät ist. Mhm. Und dann braucht es einfach... Ich meine, wir leben halt in dieser Welt. Wir sind ja beide sehr schnell, auch oft. Ne? Wir haben ja gemerkt. Fürbar. Man merkt es ja schon bei unserer Plauderei jetzt. Ja. Also wir müssen uns immer wieder so... Ja, genau. So, welches Thema nochmal ganz klar? Wir haben zwar weibliche Zuschauerinnen, die ruhen in sich. Die geben uns diese Qualität wieder schon mal in der Weiblichkeit. Ja. Liebe Grüße an Christiane und Frauke. Genau. Namentlich genannt. Ja. Führ uns mal zurück gerade. Jetzt bin ich wieder schon wieder weg. Ich auch und es macht nichts. Jetzt sind wir hier. Wie geht's dir gerade? Ich bin erfüllt. Also ich bin einmal sehr dankbar. Mhm. Ich habe eine große Wertschätzung für im Spiegel unserer Seelen, im Spiegel der Seele, dass wir uns heute so begegnen durften auch. Ich bin sehr dankbar, dass ich zum allerersten Mal ein bisschen stärker und mit Leidenschaft, mit Freudenschaft über die Kunst reden durfte auch. Das bin ich sehr dankbar. Mhm. Und für mich ist immer, ich merke das, also der Tag hat ja an sich immer so eine Qualität einer Katharsis. Mhm. Also mein ganzes Leben zum Beispiel ist immer so eine Katharsis. Mhm. Von morgens bis abends immer diese Kraft. Okay. Ja. Wow, echt? Ja. Okay. Und die vollendet sich dann auch so wie jetzt. Aber das Verständnis, wenn man vorher sehr egozentrisch war, ne, als Schöpfergeist, und diese Weite hat und dieses Miteinander und immer mehr kreiert mit anderen. Ich erinnere mich dran jetzt auch an ein Bild, an ein Foto,
Eine gute Schamanenfreundin, Niranjana, kam jetzt aus Peru zurück und dann hat die eine Initiation gehabt. Und auf dieser Initiation waren 6 Schamanen. Mhm. Also 6 Heiler. Mhm. Schamanen, wir nennen das ja, im Westen nennen wir das immer so. Dass der Heiler schon, sind Worte, waren man 6, weiß ungefähr, waren 6 geht. Menschen, es waren 3 Frauen und 3 Männer. Einer hat den Raum geöffnet, die andere war eine alte, weise Frau, die den Raum nochmal gesegnet hat. Das hatte ich auch in Peru. Also das Wissen, dass so wie wir heute im Raum, wir haben ja abseits unserer Gespräche mit der Kamera, hinter der Kamera auch ganz viele Anfangsgespräche geführt und viele andere. Und Umarmungen gemacht. Umarmung gehabt, die Hugs waren wahrhaftig, das ankam, wir haben gelacht, wir haben geklönt. Ja. Aber das zu sehen heute, dass wenn wir doch alleine sind, als in unserer Bude, auf der Insel, Robinson Crusoe oder wo auch immer, oder als, ja, dann die richtige Erfüllung kommt doch in diesem wahren Dialog der Seelen, der Herzen, dieser Lebendigkeit zusammen, diese Räume zu erfahren. Ja, das ist jetzt hier wieder ein völlig einzigartiger Raum. Das habe ich noch nie vorher so erlebt, was wir jetzt hier erleben. Und allein das genießen zu dürfen, ist so großartig. Ja. Und ich muss auch sagen, also ich habe eine unglaubliche Wertschätzung für deine Kunst. Und du sagst selber, ach, ich bin noch nichts, ich bin noch nur Kanal. Und ich bin ja genauso drauf. Ich sage immer, ach ja, ich mache das halt. Und so. Weißt du, wir sind eigentlich so unglaublich bescheiden, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch beschenkt, diese Arbeit tun zu dürfen, oder? Ja. Ja. Na, bescheiden, manchmal fehlt mir so ein bisschen, also mehr, ich bin der Übermutige. Demut hat mir manchmal gefehlt, dann wurde ich mehr reingetunkt, was auch gut ist. Und ich war der super überbescheiden. Ich habe, oh, ich bin gar nicht da. So. Ja. Also die letzten Jahre auch hier für die Arbeit bei mir, ja, ne, mit Israel und mit Auschwitz und den ganzen starken Themen, die haben mich zurückgeholt, mal in eine Wahrhaftigkeit. Ja. Dafür bin ich dankbar. Ne? Also weil du gesagt hast, wie fühle ich mich? Ich fühle mich total erfüllt. Und ich bin dankbar, dass wir uns beide, sage ich mal, an so neuen Lebenspunkten, ist nicht an so Toren wieder treffen, wo ganz vieles andere geschieht und sich verändert, wo es über die Kunst weit hinausgeht. Halt, ne? Bei dir auch. Und wir uns aber trotzdem als Männer, als Inkarnation, als männliche Wesen in diesen Körpern auch wieder begegnen dürfen jetzt, ne? Um mit einer Wertschätzung und auszugleichen. Das ganze Leben ist ja so ein Ausgleich, dass sich die Energien so austauschen und irgendwie auch, weiß nicht, wie du das empfindest, wir sind beide in der wunderbaren Kraft jetzt. Wunderbare Kraft und zugleich sind wir offen. Dieses weibliche Aufnehmen können wir ja auch, sonst könnten wir gar nicht kreativ sein. Mhm. Aber ja, du erinnerst mich auch daran, an die Männlichkeit und die 2 wunderschönen Frauen im Publikum auch. Ja, ich bin ein Mann, du bist ein Mann. Was sage ich da gerade? Aber ja. Ja, siehst du, so Gespräche sind doch schon mal wichtig. Herrlich, ja, genau. Ich glaube einfach, du die beiden Damen lachen auch. Wir haben Ziel erreicht. Wir haben vorhin zu wenig gelacht. Das ist, und ich glaube, mit dem Humor aufzulösen ist ganz gut. Wir haben uns oft darüber unterhalten, weil so viele Leute auch sehr ernsthaft und sehr stark. Und ich war vorhin, war ja auch ein ganz ernsthaftes Feld. Ne? Also, ja, natürlich. Ist auch, und, hat auch den Raum gefunden, war auch gut. Ja. Ich möchte mal ausloten, was wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, ganz wichtig auch ein neuer Zeitgeist in einer Raumöffnung, wo man sich, wo man merkt, da wollte ich nochmal hin. Es gibt halt keine Podeste, es gibt keine Denkmäler, es gibt keine langen, es gibt vielleicht Menschen, die eine andere Person haben, Zugang vielleicht, eine Berufung, die dir auch wieder helfen können, ne? Mit anderen Nuancen. Mhm. Die haben wir alle. Du hast ganz viele tolle Menschen, die dir helfen. Ich habe ganz viele, wo ich mich immer wieder einlasse, auch wenn es mir als Kanal vielleicht auch mal nicht so gut geht oder ich habe mir wieder irgendwas geholt, wo ich sage, ey, helf mir mal, ich krieg's nicht los oder so. Genau. Ne? Ich mache 2000 Rituale, aber ich kann den Kanal nicht ganz frei pusten. Das zu sehen, dass wir von diesen Energien, die so die Mysterien so frei halten und alles so festhalten und nicht Geheimmysterien, so, dass sich alles jetzt öffnet und aber auch diese Podeste verschwinden, dass wir uns begegnen als Menschen auch. Ja, ja. Dass so vermeintliche große Geister natürlich, wo man Ehrfurcht davon hat, dass sie doch alle da sitzen und einfach auch einfach nur Seelen in diesen Menschen sind. Und das ist dann auch ein Mysterium, diese Lustigkeit und Lebendigkeit wieder ins Leben zu bringen und zu vermitteln. Ja. Denn wie du auch schon angedeutet hast, auch in der spirituellen Szene ist ja vieles so wahnsinnig ernst und wichtig. Ja. Und Gesetzmäßigkeiten und bitte ernähr dich vegan. Und im Stadtleben ist ja so furchtbar. Und wer guckt heute noch Fernsehen? Ich habe den Fernseher verkauft und habe keine Zeitung mehr. Hey, ich liebe alle Facetten des Lebens. Ja, muss natürlich aufpassen, mich wieder zu erden, mich zu mitten, so meins zu finden. Aber wie gehst du damit um dann auch?
Wie machst du das? Also gibt es da so einen Wochenbedarf von dir? Du sagst, du guckst viel Filme, dann gehst du spazieren wahrscheinlich. Also du machst sehr viel, um auch allumfassend dich auszugleichen, oder? Ja, das wüsste ich auch gern, was da am besten ist. Ich erlebe das immer wieder neu. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. Ich neige dann schon manchmal zu viel zu lesen, zu viel Serien zu schauen. Mhm. Und dann merke ich es aber wieder, gehe wieder in die Natur, gönne mir schöne Gespräche und Umarmungen mit lieben Freunden, Freundinnen und so. Und merke, dass das eigentlich für mich in letzter Zeit Lebensqualität immer mehr geworden ist. Diese liebevolle Verbundenheit mit Menschen. Mhm. Das habe ich früher zu wenig gelebt. Da war ich nicht ausgeglichen. Mhm. Und meine Berufung, meine Arbeit, diese dann zu leben und erfolgreich auch dazu zu stehen, das erdet mich auch. Mhm. Und ansonsten halt so ein paar Sachen, wo ich weiß, du musst halt jeden Tag ein bisschen Sport machen, weil sonst ist es nicht gut. Mhm. Und da muss ich mich immer dran erinnern. Mittlerweile weiß der Körper das, macht das auch gerne, aber es hat lang gebraucht. Und so Kram, was halt zum normalen, gesunden Leben dazugehört, musste ich schon mir ein bisschen erarbeiten. Mhm. Ja. Aber gibt es für dich, wollte ich mal zurückführen zu diesem großen Thema, was ich jetzt immer habe, wo ich selbst merke, weil die Leute machen das immer halt an Menschen fest, weißt du? Also sie brauchen ja immer so ein Bild von Menschen. Im Prinzip, um uns allen, mir auch natürlich in meinen Struggle-Phasen oder sowas, wo ich wirklich immer mal im Zweifel war, war ich froh in dem Licht, dass jemand für mich da war auch, ja. Und auch von der Wesenheit, die dann da war, wo ich eine Stabilität hatte, wo ich mich stabilisieren konnte. Und ganz klar. Ich freue mich aber trotzdem über die Selbstermächtigung jetzt. Wir sind so, das ist so ein großes Thema gerade, Selbstermächtigung. Also wo man sich von den alten Bindungen lossagt und sagt, ich bin mir noch selbstlich genug. Und ich zünde es selbst an und ich merke, ich treffe halt unheimlich viele Leute, die gerade sich lossagen, mal von Gurus oder von Leuten, wo sie so 3, 4, 5 Jahre mal echt dran am tiefen Glauben waren. Oh, der hat mir so Gott geholfen. Jetzt hat er sich vom Denkmal, vom Sockel selbst gestürzt und so. So große Themen gerade, wo alles so im Umbruch ist, wo alte Verbindungen halt gekappt werden. Das ist, finde ich spannendes Thema, da gäbe es wirklich viel zu erzählen. Ich blicke auch ein bisschen hinter die Kulissen und werde keinen Namen nennen. Aber es gibt halt manche Lehrer. Nein, wollte ich dich nicht führen. Aber es gibt auch manche Lehrer, wo du merkst, wenn die Kamera aus ist und hinter der Bühne sind sie dann nicht mehr so. Und andere sind einfach immer so. Da merkst du, wow, der Mensch ist authentisch. Mhm. Und natürliche Führung ist ja schon okay. Wenn jemand eine Autorität hat, dann ist es ja eine natürliche Autorität. Mhm. So wie du einen tiefen Einblick in die Kunst hast, kannst du anderen Menschen auch etwas geben dadurch. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie dich automatisch auf den Podest stellen. Und dann kenne ich das aber von manchen spirituellen Lehrern, die da echt auch ihre Probleme haben, die nicht aufs Podest gestellt werden wollen, aber ständig bewundert werden und alle denken, oh, du bist ja fast erleuchtet. Mhm. Begegnet mir ja auch schon. Und dann sage ich mir, hey, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich habe zwar 10.000 Bücher gelesen, 900 Gespräche geführt, prahl. Aber das heißt nichts, weil ich auch meine fucking Themen habe im normalen Leben. Bin auch Mensch wie du und ich. Und das ist, glaube ich, wichtig, das heute immer wieder als Botschaft zu vermitteln. Mhm. Und dann wird es greifbar und dann können wir uns wirklich gegenseitig begegnen. Und ich glaube auch, das kommt auch immer wieder vor hier auf Mystica, dieses Thema, dieses Miteinander, ein wirklich neues Miteinander, lernen wir gerade erst, wie das geht. Wir wissen das alle gar nicht. Wir kennen es nicht aus früheren Leben. Wir nähern uns dem an. Und die Sehnsucht bei fast allen spirituellen Menschen ist ja nach einer Gemeinschaft, ein Miteinander. Aber wirklich funktionierende Lebensgemeinschaften gibt es vielleicht 12. Das ist nicht viel, so in Deutschland. Daran sieht man, das ist erst ein sich dahin entwickeln, finde ich. Hat das was mit Erwartungen zu tun wahrscheinlich wieder dann? Ne? Also ja, mit Wünschen, Erwartungen, wünschen, aber vielleicht auch diesen visionären Fühlen, da geht es hin mit uns Menschen. Mhm. Aber wir lernen es erst. Ja. Manchmal braucht das auch Geduld, finde ich. Ja. Und Gefühl halt. Ja. Mhm. Das Gefühl wahrscheinlich, das tiefe Gefühl. Wow. Schön. 1000 Themen. Wunderschön. Wir werden uns wiedersehen. Ich danke dir sehr. Spannend. Ich wünsche dir euch auch von Mystica TV, also Gesprächsthemen werden euch sowieso nie ausgehen, das ist klar. Die Menschen werden immer wahrhaftiger und spannender. Ich wünsche euch starke, wahrhaftige Wesen, noch mehr denn je hier in diesem Studio. Euch selbst wünsche ich mit aller Kraft Hammerfilme neue. Mhm. Ich weiß, das, da reift auch schon wieder was Neues in dir jetzt, langsam. Ja, und euch auch. Ich wünsche uns allen, dass wir neue Erfahrungsfelder, große Erfahrungsräume haben und letztendlich alle Räume zueinander führen, dass sie sich alle berühren, ja, im Gefühl. Hm. Ja. Und dann Neues entstehen darf, so wie jetzt
einfach nur aus sich selbst heraus entstehen. Ja, und ich bin einfach so beeindruckt von dieser Fülle, die du ausstrahlst und lebst. Und ich weiß, das ist auch ein Spiegel, weil wir alle das haben. Aber vielleicht leben wir so ein bisschen was vor, was für viele Menschen hilfreich sein kann, zu sagen, lass dein Licht leuchten, mach dein Ding. Und selbst wenn es noch so crazy ist, wenn es aus deinem Herzen kommt, da kann eine Blume daraus entstehen. Aber hab Geduld. Ich habe 10 Jahre die Vision gehabt, irgendwo von meiner spirituellen Arbeit leben zu können. Das hat 10 Jahre gedauert. Aber jetzt, seit 15 Jahren kann ich davon leben, bin sehr, sehr glücklich. Und du ja auch. Ich meine, als Künstler, es gibt so viele Künstler, die irgendwo das mehr auf die Erde bringen wollen. Und im ersten Gespräch haben wir gesehen, was da alles dazugehört. Aber du setzt es um, hast Unglaubliches verwirklicht und mein Respekt und meine Dankbarkeit, dir zu begegnen. Danke an Spirits, an Wesen, die das Ganze begleiten. Danke uns allen, die uns dazu führen. Großer Dank. Thomas, we are welcome. That's great. See you next time. Wunderbar. Ihr Lieben? Hey, das Licht ist in dir. Bis bald.